Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Demo Skull and Bones. Wir tun jetzt mal das, was wir tun sollen, damit wir die Demo nicht nur damit verbringen, herzugucken. Die Leichen. Vielleicht müssen wir sie durchsuchen. Welche Leichen? Die hier im Wasser schwimmen. Oh, hier ist wieder ein Hai. Lass mich in Ruhe. Wow, das sind viele Zähne für einen Hai. Versuch es doch, du Biest. Wie kann ich den angreifen? Wie kann ich mich heilen? Die Haie bringen mich um. Wir schaffen es lebend hier raus. Ach so, ich kann jetzt nicht anlegen. Weil ich gejagt werde? Nee. Ah. Okay, wir geben die Quest ab. Ihr sucht den Weg nach St. Anne. Dann bringt mir Skull. Danke für die Waren. Vielleicht verschont Skurlock meinen Kopf. Bei euch bin ich mir da nicht so sicher. Wenn ich ihm von dem Captain erzähle, der seine Fracht nicht beschützen konnte. Findet selbst nach St. Anne Stiefel lecker. Ich schulde euch kein Stück Silber im Arsch. Schon gar nicht, wenn meiner auf dem Spiel steht. Warum fragt ihr nicht Captain Wrestler? Vielleicht kennt seine Leiche den Weg. Jetzt verschwinde, Bilgenschwein. Haha, lustig. Okay. Reparaturset. Fisch. Heilt er mich? Ich stehe immer nur erhöht Ausdauer. Aber irgendwie habe ich noch nicht ganz rausgefunden, wie ich meine Besatzung füttern kann, damit die Ausdauer wieder steigt. Ah, das kriegen wir schon mal raus. Ah, jetzt kann ich. Ha, ein kleines Wiesel bis zum Schluss. Wenn der Bastard Mindwrestler hätte eine Karte nach St. Anne, dann sollten wir das Wrack absuchen. Hier. Das heißt, mir wird dann sicherlich auch noch gezeigt, wie ich... Ich dachte, hier schon ist wieder der Hai. Wie ich Essen verteile. Am Horizont von St. Anne finde ich vielleicht den Sonnenaufgang meiner Träume. Hoffentlich hintergehen die Piraten dich nicht zuerst. Plündern. Wenn du Schiffswracks plünderst, kannst du das Ergebnis verbessern, indem du auf einen farbigen Bereich zielst und drückst. Der grüne Bereich liefert die besten Ergebnisse, im gelben weniger. Oh, Skillchecks? Nur, dass die Skillchecks, die gehen halt nur in eine Richtung und dann musste ich direkt drücken. Die kommen halt nicht zurück. Juhu.
Der Aufschwung der Piraterie. Gouverneur Legrand aus dem... Gouverneur Legrand und dem aus Frankreich der Befehl seiner Majestät zur Bekämpfung der Piraterie zugestellt wurde, bedingt durch eine besorgniserregende Zunahme von Übergriffen auf Handelsschiffe, hat zahlreiche Kaperbriefe an Freibeuter ausgestellt. Damit diese sich in dem Feldzug der Compagnie Royale anschließen, den Indischen Ozean von der Piratenplage zu befreien. Das ist ein Satz. Die Deutschen und diese elendig langen Sätze jedes Mal. Gemäß dem Auftrag seiner Majestät haben Freibeuter zahlreiche Piratenschiffe entlang der Küste von Afrika geentert. Diese gemeinhin als Piratenrunde bekannte Handelsroute von den amerikanischen Kolonien bis zur Roten Insel verzeichnet eine beunruhigende Zunahme an Piratenaktivitäten seit dem berüchtigten Überfall auf das niederländische Handelsschiff Shadow. Es besteht weiter der Verdacht, dass auf der Roten Insel ein geheimes Piratenversteck zu finden ist, das als Basis für Überfälle dient. Berichte legen weiterhin nahe, dass große Ladungen Schmuggelgut in dieser Region umgeschlagen werden. Die Kompanie hofft, weitere Informationen bezüglich der Position des Piratenverstecks zu erhalten. Oder solche machen? Kapitän fragen. Ich muss sagen, die Kanonen und so ist schon relativ laut, ne? Ich will darauf schießen. Wie noch mache ich das? Voll drüber geschossen. Haha. Das muss ich noch ein bisschen üben. Kann ich hier was mitnehmen? Nee. Welche was? So kann ich das nicht mitnehmen. Tagebuch. Wartet Donner und Regen. Ist das nicht so wichtig? Ja, haben wir jetzt das einfach geklaut. Gut. Wir wissen jetzt, wo es lang geht. Mehr ist hier nicht zu looten. Das ist schwach. Kann ich das irgendwo alles nochmal nachlesen, was ich eigentlich so lese? Das ist mehr. Nix. Okay, wir fahren nach St. Anne. Was? Du hast den Weg nach St. Anne gefunden und einen Brief mit Skurlocks Zeichen. Der Piratenfürst wird wissen wollen, was aus seiner Fracht geworden ist. John Skurlock könnte ebenso gut drei Musketenkugeln für uns reserviert haben.
Für dich vielleicht, mein Freund. Ha! Was wäre ein Piratenleben ohne Gefahr und Missgunst? Ohne die Fracht der Exeter braucht Skurlock einen Draufgänger wie dich, um neue Waren für sein Piratenimperium zu beschaffen. Und bisher hat dein Glück uns gute Dienste geleistet. Ich bin froh, dass wir dich aus dem Wasser gezogen haben. Wrestler ist tot und mit ihm starben alle Abmachungen und Pflichten. Es steht dir frei, dein eigenes Glück zu suchen, Captain. Captain also. Solange du uns nicht gegen die verfluchten Felsen steuerst. Kann ich jetzt nicht versprechen. Endlich lassen wir diese verdammten Atolle hinter uns. Du bist ein Glückskind, Captain. Mein Gefühl sagt mir, dass alles gut wird. Vielleicht bleibe ich noch ein bisschen länger. Stell dir vor, was wir gemeinsam erreichen könnten, Captain. Wir könnten eine Flotte aufbauen und unsere Feinde vernichten. Jeder Gefahr ins Gesicht lachen. Wir könnten selbst den Göttern trotzen. Kurs auf St. Anne, Captain. Wenn gewisse Leute auf dem Weg über Bord gehen, kann ich damit leben. Los! Setz Kurs auf das Piratenparadies! Das Salz, die Gewürze und die Sünden? Der Indische Ozean ist voller Geheimnisse und Mysterien. Das Schmugglerversteck von St. Anne ist eins davon. Was immer ein Pirat braucht, hier findet man es. In St. Anne machen wir aus Glück ein Vermögen. Skurlock erleichtert uns den Einstieg. Dieser Brief beweist, dass du ein würdiger Pirat bist. Hey, sieh nicht mich an. Nur du kannst Skurlock überzeugen. Ich? Na ja, ich habe meine Chance nicht genutzt. Wir brauchen Skurlocks Treue nicht, um Ruhm und Einfluss zu gewinnen. Nur seine Verbindungen. Ein ordentliches Schiff wäre ein Anfang. Außer du willst es dir auf der Dau gemütlich machen. Ich bleib beim Schiff, während du an Land gehst. Und kümmere dich nicht um den Abschaum, Captain. Denk daran, wir sind nur dem Wind Rechenschaft schuldig. Sieht ganz schön fertig aus. Hält höchstens 2-3 Tage durch. Tage? Dieser Kadaver zerfällt doch jetzt schon. Und stinkt übel nach Walpisse. So, also ich muss sagen,
spiele ja nur auf mittlerer Qualität, also der Grafik. Ja, das Ruder hat dein Todes mal widerrufen fürs Erste. Wie oft kommt das jetzt noch? Dafür sieht es trotzdem echt schick aus. Auch gerade das Intro, muss ich sagen. Ja, das Todesmal abgelaufen. Okay, ist fertig. Ich habe Post. Bäh. Okay, die ist sehr wild beim Laufen. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass wir keine Stimme haben. Also, dass unser Charakter keine Stimme hat. Ungebrochenes Brot. Willkommen in St. Anne. Man sagt, ihr wärt ein wahrer Pirat. Nun, es obliegt wohl mir, das zu beurteilen. Wenn ihr euch in einen Piraten verwandeln wollt, der mehr auf meiner Aufmerksamkeit würdig ist, müsst ihr zuerst die Gunst der lokalen Händler und Piratenfürsten gewinnen. Und Skirlock hat die größte Macht über dieses räudige Halunkennest. Taugenicht, sie finden ein Boot und nennen sich Pirat, aber nur wenige unter uns haben genug Einfluss, um sich diese Bezeichnung tatsächlich zu verdienen. Nun sammelt erst einmal Kraft für die kommenden Schlachten. Seid ihr einer von uns? Habt ihr wahrlich das Zeug, euer eigenes Piratenimperium auf See zu erschaffen? Ein Sohn der Freiheit. Achso, das hier sind so Drops und so. Ich habe nämlich einen Lemur jetzt für mein Schiff. Wobei ich glaube, mit dem kleinen Kutter kann ich noch kein Tier haben. Aber ich habe so ein paar Drops schon gesammelt. Über die letzten Tage und Wochen. Auch wenn ich das Spiel ja eigentlich nicht besitze. Aber ich habe schon mal in-game Cosmetics. Das ist doch wichtig. Hier liegt was zum Lesen. Liebste Luisa, St. Anne ist ein lebendiger Hafen. Du würdest nicht glauben, wie er die lebenslustigen Piraten aus allen Winkeln des Indischen Ozeans anzieht. Ich bin nur ein Schoner auf dem Meer der Fregatten und wie das Glück es wollte, hat der große Skirlock, der Piratenfürst von St. Anne, ein Auge auf mich geworfen. Er hat mir eine Audienz geboten, was nur selten vorkommt, wie man hört, und er hat mich unter seine Fittiche genommen. Ich versichere dir auch, wenn er ein Pirat ist, ist meine Aufgabe, Waren für die Piratenrunde zu transportieren. Redliche Arbeit. In den wenigen Monaten hier habe ich mich mit den Einheimischen angefreundet. Sie sind überraschend freundlich, obwohl ich das Gefühl habe, dass sie mit der Kompanie wenig glücklich sind. Ihre Gesichter, als ein Kommandant der Kompanie anlegte und verkündete, dass der Hafen von nun an St. Anne heißen soll. Nichtsdestominder genieße ich meine Reise und hoffe, dass du bald zu mir stößt. Sobald ich eine anständige Behausung habe, werde ich Nachricht und Geld für deine Überfahrt schicken. Daniel. Ah, jetzt habe ich hier dieses Buch. Okay. Das ist was für mich, ne? Das hier dann alles so zu sammeln und so, das ist schon so eigentlich mein Ding. Ich muss die Punkte hier wegmachen. Ich kann das nicht ab, wenn hier gelbe Punkte sind. Und dort oben eine 3 steht. So. Nachforschungen. Was sollen wir jetzt machen? Überbringe den Brief und berichte John Skirlock vom Schicksal der Exeter. Ich weiß immer noch nicht, wie ich es aussprechen soll, obwohl ich es schon 5-mal gehört habe. Kopfgeld. Warte mal, hier ist mein Lager. Ich habe ja Sachen ins Lager geschickt. Ihr gehört zu den Überlebenden aus dem Schiffswrack. Eure Lage muss sich verbessert haben, wenn ihr Lagerraum braucht. Ihr macht wohl alles richtig. Wie die fleißige Ameise.
Ist euch übrigens mal aufgefallen, wie perfekt die Krone hier auf meinen Avatar passt? Ich habe Reparatursets im Lager. Raseneisen. Keine Ahnung, wofür ich das brauche. Feuerwaffen könnte ich vielleicht gebrauchen? Wo kann es nur sein? Meine Reparatursets nehme ich mal mit. Weil die brauche ich ja, wenn dann, auf dem Schiff. Und das Essen lasse ich auch in meinem Inventar. Kommt wieder, wenn ihr Lagerraum braucht. Ja, ja. Ich komme wieder. Komm später wieder. Schade. Macht bestimmt gerade Mittagspause, die Gude. Hier oben. Hier ist was. Warenhändlerin. Und später wieder. Muss ich echt erst die Mission machen? Willkommen in Marco Lacys Proviantladen. Wenn ihr Essen handeln wollt, seid ihr hier richtig. Aber wenn ihr je versucht, mich zu hintergehen, beiß ich euch den Kopf ab wie ein Marco-Hai. Ansonsten bin ich ein wahrer Sonnenschein. Nehmt genug Reparatursets mit, sonst leckt ihr irgendwann mehr als ein Nudelsieb. Ach so, hier ist mein Geld. Ich habe gerade die ganze Zeit hier gesucht, wo steht, wie viel Geld ich habe. Kanonenkugeln. Brauche ich bestimmt auch. Ich habe ja 6. Bei 6 Reparatursets gerade. Kennt ihr irgendwelche Haifischrezepte? Nö. Es gibt keine bessere Händlerin als Marco Lacy. Bis bald. Tschüss. Er ignoriert dich. Okay. Ist zumindest ehrlich. Warte, ich muss zu Skurlock. Dann gehen wir jetzt hin. Ich glaube, sonst kommen wir hier nicht weiter. Aber das sieht so cool aus hier. Ich hab Silber vom Captain, um Teer zu kaufen. Die Diebstähle haben in letzter Zeit zugenommen. Als ob er auf mich gewartet hat. Der hier hat den Schiffbruch überlebt. Das sieht wohl so aus. Ein Überlebender. Kommt rein, Sprotte. Erledige das. Oder lass dich nie wieder hier blicken. Du taugenichts. Die Briten versenkten mein Schiff und meine Fracht. Doch euch spuckten sie wieder aus. Ich hoffe, ihr seid nicht wertlos. Ich brauchte diese Waren. Wisst ihr, dieser Hafen gedeiht nur durch Töhlings Gunst. Dieser Händler ist so reich, er pisst flüssiges Gold. Doch ich bekam nur einen Brief. Dieses Schwein reibt mir seinen Arsch ins Gesicht. Ich schicke eine volle Ladung und er verlangt das Dreifache. Ich brauche mehr Kapitäne. Also, ich meine, ich bin ja schon mal hier.
Ne? Ich raube die Händler aus und besorge euch die Ware. Ein paar Geschäfte und ich besorge euch die Ware. Ihr habt ein Näschen für Geschäfte. Ich kann euch einigen Händlern vorstellen. Aber ihr braucht einen größeren Frachtraum. Ich sah, in welcher Nussschale ihr angespült wurdet. Kaum mehr als Treibgut. Ihr habt Schneid, aber ihr seid noch nicht bereit. Ihr wollt raus aus den Lumpen und auf ein richtiges Schiff? Macht euch einen Namen und verschafft euch Respekt. Dann wird euch Gutes widerfahren. Tut das und ich mache euch zum berüchtigsten Piraten der sieben Weltmeere. Jetzt verschwindet. Wir sehen uns bald wieder. An Ruhm gewinnen. Dein Ruhm repräsentiert deine Stellung und deinen Einfluss in der Piratengemeinschaft. Wenn du deinen Ruhm steigerst, werden neue Dienste und Aufträge verfügbar. Je schwieriger die Herausforderung, desto mehr Ruhm kannst du dabei erlangen. Bin Außenseiter. Ah, ja klar. Grüße extra klein. Ein kleines Schiff, das ursprünglich für die Jagd an Flüssen und Küstenstreifen gebaut wurde. Quasi mein Level. So würde ich es jetzt mal nennen. Okay. Mal, warum leuchtet es hier gerade das Lager gelb auf meinem Kompass? Gibt's hier was? Wenn ihr immer wieder kommt, muss ich euch eine Geschichte vorlesen. Kommt jederzeit wieder. Das ist wahrscheinlich einfach gelb auf meinem Kompass, weil ich... Ach, jetzt nicht mehr. Okay. Bau mit Hilfe der Piratengemeinschaft von St. Anne deine Flotte auf. Sprich mit dem Schiffsbauer. Ganz schön blöd, auf einem Kompanieschiff zu bleiben, wenn man... Mein Freund, ich werde den Ah, ihr seid der Seetang, der vom Wrack der Exeter angespült wurde. Skurlock mag Potenzial in euch sehen. Ich sehe nur einen mächtigen Piraten mit einem Pissfleck am Hosenlatz. Sagt mir, was sieht der Piratenkönig in jemand, der so abgerissen ist wie ihr? Passt auf, dass euer Drang nicht von Skurlock gesteuert wird, sondern nur von eurem freien Willen. Gewieftheit ist der Kompass eines Piraten. Vergesst das nicht. Ich nehme an, ihr sehnt euch nach einem Schulterklopfen, Schätzen in den Stiefeln und John Skurlocks warmer Umarmung. Ha! St. Anne schlitzt euch eher die Kehle auf, als sich Paradies nennen zu lassen. Ich kann euch das mächtigste Schiff des Indischen Ozeans bauen, so wie Skurlocks Margareta. Doch wie ihr es durch die Gezeiten steuert, liegt allein an euch, Kapitäni. Ohne die richtigen Werkzeuge zum Navigieren und der Suche nach Gelegenheiten kommt ein Captain nicht weit. Stelle Kapitänswerkzeuge her, um Materialien für dein erstes Schiff zu sammeln. Ein Pirat steuert sein Schiff. Doch wie es sich im Monsun verhält, hängt vom Baumeister ab. Besucht meinen Freund Seen, den Zimmermann. Er hilft euch mit den Werkzeugen, die ihr braucht, um Material für ein Schiff zu sammeln. Okay. Habt Dank. Kommt bald wieder. Junge, komm bald wieder. Ja. Nächste Folge geht's weiter, würde ich sagen. Nächste Folge gehen wir zum Zimmermann. Und organisieren uns ein bisschen Werkzeug. Ja, ich glaube, das ist ein Plan. Ich kann also jetzt quasi gerade wieder nur euch noch einen schönen Tag wünschen. Mich bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Und dann sehen wir uns morgen wieder in der nächsten Folge. Skull and Bones. Die Demo. Ja, so in diesem Sinne. Bis morgen. Tschüss.